Dann hat sie mich gefragt, ob ich mich aufs Wochenende freue. Und ich meine, oder auf Englisch, no diggity. I got the bag in it. Oh. Hey! Richtige Arbeit, richtige Arbeit. Ja. Also, ja. Es war einfach mega anstrengend. Wir haben den Ball einfach irgendwie nicht tot bekommen am Ende. Oder also, beide Seiten haben eigentlich ja, genau. Immer das Sideout gemacht, so rum gesagt. Und haben halt nie den letzten Punkt geschafft zu machen. Jeder hatte irgendwie ein paar Chancen. Aber ja, wir haben sie am Ende dann endlich genutzt. Ein Spiel weniger. Wir können gegen jedes Team hier gewinnen. Wir haben auch schon gegen viele, viele Teams hier gewonnen und auch die Top-Teams, die hier mitspielen. Deswegen, ja, wenn wir das schaffen mit der Konstanz, dann würde ich uns eine Medaille zutrauen. Ja, Punkt. Oh, mega. Auf jeden Fall schon mega cool, dass so viele deutsche Teams hier sind und auch vor allem dann hier zu Hause in Deutschland zu spielen, auch wenn München nicht ganz unser Zuhause ist, aber man merkt natürlich schon, vor allem auch im Center Court, dass auch alle für einen applaudieren und einen anfeuern und ja, macht schon richtig Spaß. Bis jetzt ist es echt mega cool hier, es macht einfach super viel Spaß in diesem Stadion zu spielen und ja, freuen uns jetzt schon auf Mittwoch. München, ihr auf dem Königsplatz seid einfach der absolute Wahnsinn. Wir freuen uns schon so, so sehr, das nächste Spiel bei euch zu spielen. Frau Makira. Ich hatte kurz den Eindruck, dass sie gleich anfängt zu heulen schon. Ich war super aufgeregt. Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal so aufgeregt war. Ich glaube, Testspiel Deutschland gegen, ich weiß es nicht mehr, in Münster. Da saß ich neben Kathleen Weiß und das war ähnlich. Da habe ich auch bei Kathleen mal richtig fest die Hand gedrückt. Ich war super aufgeregt, aber ich habe mich auch mega gefreut. Das war so ein Mix zwischen mega Vorfreude und Bock und scheiße, wie ich mir böse, ey. Aber war eine geile Stimmung, hatte richtig Bock gemacht, da zu spielen. Ich bin Kira sehr dankbar, dass sie meine Nervosität so aufgefangen hat und mir so eine Stütze war. Es hat einfach mega, mega Spaß gemacht. Hat was gemacht, war cool. Ich muss sagen, es war auch ziemlich aufgeregt, aber als so Isa aus der losgeworden ist, da wusste ich, okay, jetzt ist für meine Nervosität kein Platz mehr. Jetzt elbe ich die Isa, von daher hat sie mir die Nervosität eigentlich auch genommen. Cool. Ich bin froh, dass wir es gewonnen haben. Drei Sätze war anstrengend, aber ja, super erleichtert und glücklich, dass wir ein Spiel mehr haben. Als wir uns hier noch warm gemacht haben im Schatten, war es echt angenehm gegen dazu gestern, aber es ist dann doch schnell heiß geworden und die Toren sind immer besser ins Spiel gekommen, haben immer mehr Druck auf uns gemacht, dass es einfach echt eine richtig knappe Kiste war und ja, umso schöner, dass wir den Sieg schnell nach Hause nehmen dürfen. Wir waren einfach auf dem Punkt gut da. Wir haben sehr viel und guten Druck mit unseren Aufschlägen gemacht. Ich glaube, auf der anderen Seite sind noch ein paar Fehler, Angriffsfehler mehr passiert. Das haben sie im zweiten Satz deutlich reduziert. Ja, viel Variabilität mit ihren Schottrichtungen und ja, hatten da so die Probleme, zu Bus drauf zu bekommen. Aber ich glaube, dann im dritten Satz zumindest auch wieder so im Aufschlag unsere Stärke gefunden und ja, dabei geblieben. Das selber und das ist wirklich nicht nur die Hitze, sondern Blocker sein ist auch echt der anstrengendere Part. Ich kann es jetzt beurteilen. Von daher hat Louis sich da echt gut durchgekämpft und vor allen Dingen auch wenn man so kaputt ist, wirklich jedes Mal wieder aufs Neue vorbereitet im Kopf und die nächste Zeit und dann doch wieder ankriegt und den dann macht, das hat sie echt richtig, richtig gut gemacht und ist durchgekämpft. Von daher durfte sich dann hinten in der Abwehr auch ein bisschen ausbilden. Ich finde es sehr wichtig, gerade weil wir die letzten zwei Wochen voll durchgespielt haben, spart man nochmal ein bisschen Körner, kann sich besser auf den Gegner vorbereiten und jetzt gehen wir auf Flames Hotel und legen die Füße durch. Morgen hat man einfach so sein gut.
neben wem das nicht liegt, das ist natürlich immer ziemlich hart für den Angreifer. Ja, passiert jedem Mal und wir sind natürlich sehr happy dabei. You ready?